So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Factorio. So, und letztes Mal habe ich hier versucht, dadurch, dass das hier auf zwei Seiten des Fließbands läuft, das Kupferkabel, diese vier Teile gleichzeitig zum Laufen zu bringen, aber es reicht mir nur für drei. Leider, auch eigentlich nur für zweieinhalb, kann man sagen, weil die so schnell sind. Aber wenn die jetzt hier ein bisschen gelaufen sind, sieht man auch, das reicht aus. Das staut sich hier tatsächlich bis zu den Maschinen. Und das bringt mich hier runter. Und ist natürlich blöd. So, halt, das hier nicht. Was wollte das denn jetzt? Das hier, so. Das bringt mich nämlich hier hin, um hier zu gucken, wo es hier hakt. Und hier hakt es daran, dass die tatsächlich das nicht schnell genug vollkriegen. Ne? Das ist, das Solar ist da, aber die kriegen es nicht schnell genug in das Ding rein. Das ist einfach verrückt, ne? Weil das so, ja, da bräuchtest du fast noch einen zweiten schnellen Greifarm, um das da reinzukriegen. Das ist aber doch schön. Das heißt nämlich, dass hier alles ankommt, wo es ankommen soll. Ne? Wobei wir aber, finde ich, hiervon wirklich noch mehr machen könnten. Und das Gute ist, die zwei Sachen haben wir hier drüben und das hier müsste man theoretisch auch noch weiter darüber kriegen, ohne Probleme. Das heißt, man könnte, gut, hier ist wenig Platz. Hier eigentlich auch. Aber ja, ich brauche halt zwei dafür und eins zum Rausgeben. Und so ein hinteres hier hinten reicht es nicht. Also wenn ich jetzt das hier hinbauen würde, dann bräuchte ich halt zwei Platz, die was reinbringen. Und theoretisch könnte ich hier Tunnel machen. Die zwei und das hier. Dann hätte ich doch Platz, oder? Guck mal, wenn ich jetzt hier richtig lange Tunnel mache. Ja, und ich noch Platz hätte in meinem Inventar, um irgendwelches Zeug aufzunehmen. Mal gucken. Ich habe hier noch so viel Sachen drin von oben, ne? Die jetzt gar nicht hier weg können. Mal die Optimized Biome Planer können wir mal wegmachen. Und so weiter und so fort. Dann können wir nämlich hier gucken, dass wir noch davon welche holen. Und solange können die ja dann laufen. Vielleicht laufen die auch voll. Schauen wir mal. So, hier ist so Biomplaner drin noch. Machen wir mal hier die Hälfte und hier die Hälfte. Hier sind sogar noch welche drin. Das ist doch super. So, das hier ist eigentlich Kompost. Ja, gut. Das kann weg. Wir machen es jetzt mal hier rein. Das Zeug. Das andere ist alles zum Bauen. Außer das Slag. Das nicht. So, was fehlt? Genau das war's. Eisen nehmen wir auch mal noch mit. Weil dann gucke ich, ob ich da nicht noch mehr bauen kann von den Dingern. Das ist nämlich das Problem, warum hier unten zum Beispiel zu wenig Rote ankommen. Ne? Zu wenig Rote, zu wenig Grüne. Die werden ja hier wegschnabuliert gleich. Und der ist ja wie wild. Die Grünen gehen echt so flott. Das ist ewig cool. Ja, und trotzdem reicht das hier nicht. Echt verrückt. So. Gib mir mal 200 hier. Hier können wir da auch gucken, dass der vielleicht wirklich noch hier schneller, dass das schneller geht. Da machen wir einfach nochmal zwei hin. Ne, hier hin und hier hin. Das heißt, du droppst da rein, holst dir da und du holst dir da und droppst da hin. So. Oh, haben wir keine davon mehr. Da brauchen wir noch diese Bricks. Habe ich die jetzt da abgegeben? Double. Oder muss ich jetzt nach oben und wieder neue holen? Mal gucken. Habe ich jetzt die hier abgegeben? Tatsächlich. Das geht natürlich nicht. Die brauche ich ja hierfür.
Wir hätten jetzt auch noch mittelgroßen Strommast und großen Strommast. Hä? Ist der irgendwie besser? Ach, Big Electric Pole. Kabelreichweite 30, 40, 50. Aha. Versorgungsbereich 5x5, 7x7. Das ist natürlich schon besser. Ja, da könnte man sogar anders irgendwie noch bauen, ne? So, das ganze Eisen hier wird da weggepflügt, ne? Das kommt hier unten gar nicht an. Ja, aber jetzt erstmal hier. Erstmal hier. So, das rote Zeug kommt hier weg. Das machen wir mal eben hier hin. Guck mal hier. Hast du ein bisschen? Nee, reicht nicht. Achso, die da braucht er. Bitteschön, bitteschön, hast du. So, jetzt gucken wir mal. Also, das müsste hier rüber. So. Na, immerhin bis da kommen wir. So. Dann, wir haben halt da nicht viel Platz. Wir haben nicht viel Platz, das irgendwie zu managen. Guck mal, ob wir das so hinkriegen. Ja, okay. Das Problem ist ja schon, dass wir hier das Zeug so gar nicht kriegen. Aber ich kann das von hier drüben holen. Also wenn ich die so stelle... Ja, für drei reicht's nicht. Drei reicht's nicht, aber wir können die da holen, ne? Also hier das holen. Dann das hier hier hin. So, und raus geht's hier. So. Ich meine, dann haben wir wenigstens ein paar mehr, ne? Also das, das geht hier rein. Das geht hier raus. Das geht bitte hier raus auf diese Seite. Ja, auf diese Seite. So. So, du machst das. So. Okay, die da hinten. Das ist zu langsam, gell? Die müssen schneller werden. Die müssen schneller werden. Oh. Falsch. Entschuldigung, Entschuldigung. Mach halt so. Ja, hier müssen wir vorsichtig sein. Mit uns komisch bewegen. So. Nee, so rum. So, jetzt kommen die an, aber ich vermute, das sind jetzt immer noch zu wenig, dass die einigermaßen gescheit laufen. Wobei, jetzt klemmt es da sogar, aber das werden hier wahrscheinlich immer weniger und irgendwann werden es keine mehr sein. So, wir müssen also gucken, dass diese Teile, die müssen hier noch schneller werden. Junge, Junge, Junge. Okay. Okay, da haut es jetzt gerade so hin, dass die laufen. Hier oben haben wir auch gerade so das hingekriegt, dass das läuft. Hier ist auch noch mal einer. Und der haut die darauf. So, und das heißt, der hier müsste schneller sein. So, mach mal. Hier passen aber auch zwei hin. Hier passen aber auch zwei hin. So. Hier brauchen wir auf jeden Fall mehr Carbon. So, du rein. Hier rein, da raus.
Da ist auch wieder egal, auf welche Seite, ne? Nee, es muss links sein. Es muss unten sein. Genau. Ach, da auch. Ja, hier. Da muss unten sein. So rum. So, mehr Carbon, mehr Carbon. Dip, 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 dip. So, das Carbon wird hier nämlich jetzt auf jeden Fall nicht reichen. Und schon gar nicht für das hier alles auch noch. Mal gucken, wo kommt denn das her? Und wie kann ich es beschleunigen? Hier kommt's her. Okay, das kriegen wir schneller noch. Wir brauchen nur Dampf. Und ein Chemical Plant. Hammer. Dampf haben wir und das Chemical Plant haben wir auch. Guck mal, hier liegt so ein Ding rum. Diese ganzen Kurven hier, was das hier macht, ne? Das ist so strange. Aber wir lassen es so. Ich finde das so, so witzig. So, der braucht Dampf. So. Das soll da runter und dann legt er das auch auf die richtige Seite. So, du machst bitte auch das. Carbon kann man auch so herstellen. Will ich aber nicht. Will ich aber nicht. So, pass mal auf. Du bringst auch nochmal Dampf hier hoch. So. Das ist sogar das Chemical Plant 3 gewesen. Da würde mir jetzt ein bisschen Brass fehlen. Das würden wir doch noch holen. Und dann sieht das doch schon besser aus. Siehst du? So, hier ist jetzt aber nicht mehr Stau angesagt. Weil das hier natürlich jetzt besser läuft, ne? Auch hier ist nicht Stau angesagt. Aber es sieht ganz okay aus. Die müssen ja auch noch Teile nehmen. Und wenn wir jetzt hier mehr Carbon haben, schauen wir mal. Also Brass ist Messing. Da brauchen wir Messing, 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 Messing. Messing, Messing, Messing. Messing. So, da haben wir ja einiges. So, was fehlt da noch? Ach, die roten. Okay, von denen haben wir genug. Den haben wir hier oben genug. Also waren das die jetzt hier oder waren das die ganz roten? Ich glaube, das waren die ganz roten, ne? Ja. Oder einfach drei erweiterte Schaltkreise. Könnte auch gehen. Nehmen wir doch die hier. So. Besser ist das. So, guck mal, die sind schon voll. Das ist ja verrückt. Wenn hier mal ein bisschen was läuft, dann läuft's aber, ne? So, wo ist das Carbon nochmal? Hier, jetzt ist es fast voll. Und wenn wir jetzt das Dreier haben, nehme ich an, dass das voll wird. Ja, dann müssen wir nur gucken, ob das reicht. Und wenn nicht, haben wir immer noch die schnellen Fließbänder. Das ist nämlich noch ein weiteres Ding, was wir da machen könnten, was natürlich nochmal das verbessert, wenn das voll ist, dass wir das hier durchziehen. Guck mal hier, es fehlt Dampf. Es fehlt Dampf. Weil der ist immer gleich voll. Das passt schon. Da ist genug Dampf dahinter. So, bitteschön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die sind ja jetzt schneller. Jetzt ist es voll, ne? Genau. Ab und zu mal ist eins hier nicht voll, aber ist nicht so schlimm. So, das bedeutet, ich hoffe, das reicht jetzt. Gucken wir mal. Hierfür reicht's. Das ist gut voll. Der könnte sogar schneller laufen. Hier runter. Was wahrscheinlich nicht schlecht wäre. Aber hier brauchen wir jetzt erstmal wieder. Da fehlt jetzt wieder irgendwas. Ah, da fehlt eindeutig. Fehlen da die Kupferkabel. Wir brauchen mehr Kupferkabel. So, das bedeutet. Hier oben. Da, wo die Kupferkabel gemacht werden, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas nachsteuern können.
lassen wir mich hier. So, der kriegt hier die ja als nicht raus. Und deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr könnt das so machen. Ne, nehmt ihr von mir aus hier raus und macht die hier wieder drauf. Aber das kann ja trotzdem hier durchlaufen. Und die sind dann voll. Guck mal, die sind auch voll. Der ist auch voll. Also, was ich jetzt noch mache, ist das ganze Ding beschleunigen. Die ganzen Dinger beschleunigen und dann schauen wir mal, wie es wirklich aussieht, wenn wir das beschleunigt haben. Jetzt staut sich das noch und vielleicht müssen wir da noch eine zweite Maschine bauen oder irgend sowas. Mal gucken. So, das geht da lang. Von den Dingern haben wir ja wirklich genug von den schnellen Fließbändern. Deswegen ist das kein Problem, das so zu machen. Hui, das ging schnell. So, bei sowas, wenn dann sowas kommt, dann machen wir dann einfach hier einen schnellen und machen auf der Ebene weiter, auf der wir sein wollen. Hier brauchen wir es nicht. Das heißt, der untere soll hier weiterlaufen. Ich habe mit Sicherheit zu wenig Tunnel. Ja, die sind nämlich jetzt schon aus. So. Aber das ist ja kein Problem. Tunnel holen wir uns einfach wieder. Und ich sehe schon, hier geht schon wieder das Holz aus. Ich guck mal oben, nicht, dass uns da die Splinter ausgehen. Nee, von denen haben wir noch genug. Wo ist das Problem? Ich glaube, das Problem ist diesmal die Erde, das heißt Matsch. Ne? Ah, wobei, es ist noch alles hier versorgt. Warum geht uns dann hier der Holz aus? Keine Ahnung. Ab und zu kommt auch mal was durch. Was wir noch machen können da oben ist die Sache mit dem wie heißt es hier? Mit dem Sand. Dass wir den Sand verbrauchen und oh, guck mal, hier sind Sägeblätter drauf. Und es gibt auch noch eine weitere Holzproduktion. Ne? Nicht zu vergessen. So, hier war man, ne? Ja. So, aber hier, nee, hier wollten wir gar nicht hin. Hä? War das doch der untere Weg? Nee. Wo geht's denn hier weiter? Wo habe ich denn hier jetzt was übersehen? Wie kommt denn da hinten das hier hin? Es geht doch hier unten durch. Geht doch hier unten durch. Aus irgendeinem Grund habe ich das nicht wahrgenommen. Gut, ist nicht schlimm. Dann machen wir halt hier weiter. Was soll's. So. Da und hier. Und bab. Und so. So, das heißt aber jetzt hier ist es jetzt egal. Und wir machen jetzt hier weiter. So. Und da mal zwei. Und hier mal wieder sowas. Nee, sowas. Hä? Ja, genau. Vielleicht mal so rum. Oh. Hier ein schnelles Band. Das geht nicht. Da muss ein normales Band hin. So. So und so. Theoretisch könnte man hier auch eins sich sparen. Wie jetzt? Ne? So. Hey. So, was hatte ich, was habe ich denn jetzt hier? Achso, ich habe hier tatsächlich so viel schnelles
So viel Bänder. Das stört auch nicht. Macht ja nichts, wenn das da liegt. So. Ich hoffe, das bringt auch was, was ich jetzt hier tue. So, hier müssen wir zwei machen. Das wird nicht reichen. Also zwei Tunnel, zwei normale gelbe Tunnel. So, dann hier hoch. Hier muss überhaupt kein Tunnel sein. So. Ein weiter Weg ist das. Was ist jetzt los? Jetzt kann ich die Fließbänder nicht mehr einfügen. Warte mal, ich mach mal hier was weg. 30 da. Hier mal ein paar Wooden Boards hier. Jetzt sind es die Woodenboards, die hier fehlen. Ja, guck dir das an. Andere Zeug sieht gut aus. So, das heißt, diese Woodenboards. Das ist ja kein Problem. Die haben wir ja hier. So, sammeln wir das noch auf hier. Ich will nicht keinen irgendeinen Müll rumliegen lassen. Die Woodenboards, die kommen ja hier unten vom Papier. Und das hatte ich das letzte Mal schon gesehen, dass wir da schneller sein müssen. Deswegen habe ich auch das gemacht. Aber hier das Papier, das geht auch schneller, ne? Hier ist ein Plätzchen drin. Aber... so bescheuert. Warte mal. Das hier legen wir einfach hier hin. So, habe ich jetzt hier irgendwas aufgenommen, was ich hier wegschmeißen kann? Im Moment leider nicht. Aber dieses Pulp wollte ich jetzt hier raus haben. Und irgendwo anders hinziehen. Fragt sich nur, wie und wo und warum. Ich würde jetzt mal vorschlagen, hier machen wir einen Tunnel, dass das Zeug hier unten durch kann. Das heißt, hier müsste ein Tunnel sein. Ich weiß, ich kann das nirgends hinlegen. Und hier ein Tunnel, damit wir hier einen Tunnel haben. So. Dann machen wir einmal, dass der Pulp hier rüberkommt und einmal, dass der hier rauskommt. So. Damit wir hier unten einfach nochmal eine Papiermaschine bauen können. Weil die Papiermaschine braucht ja nichts anderes wie dieses Pulpzeug. So, also, das muss dann hier rum. Das muss mal weg kurz. Aber das gehen wir mal hier hin. So. Hier ist blöd. Nee, hier geht. Können das sogar so machen. Das geht, oder? So. Und dann... nee, hier... Ach nee, machen wir einfach hier auch einen Tunnel hin. Easy. So. Und so. Und dann soll es wieder hier zurück. What? Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar davon. So, das heißt, mach mal hier rein. Mach mal hier rein. Du gibst das dahin. Du gibst das. Du holst das hier ab. Und du holst das auch hier ab. Was habe ich dem jetzt gesagt? Nee, Drop ist natürlich hier und abholen da. So. Und du holst das da ab. Dann macht ihr das alles hier runter. So. Und ich kann hier vorne mal das Zeug wegmachen, das wir da nicht brauchen. So.
Ja, ich muss gucken, ob das ausreicht. Nee, das wollte ich machen. Nee, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich machen. Ich will das kopieren. So. Genau so. So, und dann. Das kommt dahin, das kommt dahin. Dann haben wir es auf zwei Seiten schon mal. Das hier genauso. So. Hier hätte ich es gerne durch. Das heißt, da. Und so. Der erste geht noch so und der zweite ist dann so. Bada bing. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Müsste eigentlich. Gucken wir mal, wie das ist, wenn wir den beschleunigen noch. Ob hier hinten da überhaupt Pulp ankommt. Ich denke aber schon. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Ach, guck mal, das können wir zum Beispiel hier reinmachen einfach. Dann haben wir wieder einen Platz und dann können wir hier den Pulp nehmen und den da reinsetzen. So. Ah, wird eng mit dem Pulp. Hier ist auch irgendwie noch Zeug. Ja, jetzt kommt hier nämlich nichts mehr hinterher, ne? Aber es reicht bis ganz hinten. Und das ist ja das Wichtige. Die sollen ja schaffen wie blöde. Ja, einen können wir theoretisch noch hier vorne hin. Kann ja nicht schaden. Er kann ja einfach hier, können wir ja sagen, nimm dir von da und mach da rein. Und mach's dahin, egal wo du willst. So. Da haben wir hier schön viel Papier. Aus dem hier. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Man bräuchte noch hier. Das Ding müsste hier hinlegen. Und dann könnten wir aber noch ein. Ja, das geht doch. Den da. Bitte leg's dahin. So. Und du. Du legst das Fertige hier hin. Und das andere holst du da. Geht das? Guck mal, wenn ich das jetzt wegmache. Ja, hat da was drin. Das war die Frage, ob der dann da was holt. Wunderbar. So, jetzt müssen nur noch das Pulp so viel kommen, aber es kommt wieder kein Holz. Und deswegen wird auch gleich die Papierversorgung zusammenbrechen, aber das war das nächste, was ich machen wollte da oben. Wieder die Holzproduktion antreiben. Und ich muss mal gucken, was man dazu braucht, um mehr Holz aus einem Ding zu kriegen. Außerdem brauchen wir unbedingt Sand. Und Sand kriege ich ja daraus und daraus kriege ich dann auch Matsch. Und deswegen bauen wir auf jeden Fall schon mal solche Washing-Dinger. Wie heißen die nochmal? Washing Plant. Eine Waschfabrik. Und da können wir dann das alles herstellen. So, so. Und so. Nein, doch keine Pumpe. Entschuldigung. Ja, wobei eine Pumpe können wir vielleicht brauchen. Kann ja nicht schaden. So. Aber, Leute, das machen wir beim nächsten Mal, ne? Ich sag mal, macht's gut. Bis dann.